Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die und wir starten jetzt hier diese Dreier-Mission, die da so ein bisschen, ja, gar nicht mal so lustig auszusehen scheint. Ich bin ja da gestern schon so ein bisschen reingegangen, da war eine heftige Explosion, jede Menge Zombies hier im Feld und jetzt gucken wir uns das mal an, dass wir das machen. Ich muss mich auch ein bisschen ranhalten, wir haben jetzt nämlich schon inzwischen 13 Uhr, ich war ja eben zu Hause, habe die Taschen ausgeleert und habe übrigens die Schrotflintenmunition, die doppelläufige Schrotflinte rausgetan, weil die benutze ich ja so eigentlich sowieso nicht, ne? Auch was ganz Wichtiges sehe ich gerade hier. Reparieren. Das ist jetzt noch nicht so dramatisch. Ja. Na dann. Uiuiui, auf geht's. Jetzt haben wir hier schon mal was zu looten. Ja. Das packe ich schon mal gleich hier rein. Das muss ich ja nicht mitschleppen, das auch nicht. Und die, will ich da was aufwerten? Eher nicht, ne? Ist egal jetzt. Da sehe ich schon einen Kollegen. Haut der mir gleich eine rein, ey. Und steht nochmal auf. Kann das sein, dass der erste Schlag noch gar nichts gebracht hat? Oder dass der sich regeneriert hat, nachdem er dann wach geworden ist? Soll mal aufpassen. Hier stehen nämlich offenbar noch einige in den Feldern. Die sieht man schlecht. Hier war was zu looten, ne? Ich sehe jetzt. Hier erstmal noch nichts. Heiligsblechle! Ich höre nur. Hier sind noch Trümmerteile angekommen. What? Ah, da hinten kommen sie an. Muss ich aufpassen, dass ich hier in dem Gewurstel nicht eingezingelt werde. Oh. Boah, das war jetzt aber übel. Heiligsblechle. Ich habe schon gut was auf die Schnauze gekriegt. Komm mit. Da krabbelt noch wer. Boah. Irgendwer kloppt da gegen die Tür. So. Regeneriere ich mich wieder? Jawohl. Und hab ein Essen eben. Also, das ist schon... Ja, so kann ich zum Moped. Wer weiß ja, was wir da noch alle sammeln. Also, nein! Ha. Gleich schon mal auspacken. Was drüben ist, ist drüben. So. Sind hier noch welche unterwegs? Nee, wa? Was eine Explosion, ey. Heftig. Hier kommt der Krach her, ne? Ja. Ich hatte hier den leer gemacht. Dann kommen wir eben rein. Da ist er raus. Ach, das ist... Ein Soldier. Hier auch noch, wa? Jop. Wow. Was gehört? Ah, ich will ja auch looten.
Okay. Hier. Oh, Bücher. Ah, die geht zu. Okay. Dann fühle ich mich wohler, wenn hinter mir die Tür zumachen kann. Jo. Okay. Oh. Kötersche. Oh ja. Der steht vor mir, guckt mich an, als wenn er gestreichelt werden wollte irgendwie. Ne, aber er hat mich gebissen, ja. Naja. Boah. Doch, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht warum, ist ein bisschen anspruchsvoller. Das war ein bisschen unübersichtlich gerade in dem Maisfeld. Ah gut, ein Hund, also das ist ja noch alles nicht das Thema. Ist ja immer so doof, wenn die gleich zu mehreren kommen. So, der war schon raus. Hier war der Soldat drin, ne? Okay. Kann ich ja noch aufmachen. Jetzt gehe ich aber erstmal wieder ausladen. Was haben wir? 14 Uhr jetzt. So, das kann ich erstmal zerlegen. Geht doch alles weg. Sind wir wieder leer. So ist gut. So. Wo geht's jetzt weiter? Mache ich die Tür auf? Den hatte ich schon gelootet. Den baue ich jetzt nicht nochmal ab. Das ist nicht nötig. Manchmal ist da auch was drunter versteckt. Was ist da eigentlich drin? Kann ich hier drauf? Ach, guck an. Ja gut, das kann ich auch später noch holen. Da ist noch eine Handtasche. Ich muss sie ja eh alle kriegen. Nein, lass dich mal eben hier zerlegen. So. Ist Wasser. Da kann ich ja gleich meine Wolle aufpuddeln. Meine Flaschen füllen. Ist erst so verdächtig ruhig hier. Oh, da sehe ich. Was ist das eigentlich da drin? Ist das ein Schwein, ne? Da? Aber die muss ich jetzt nicht töten oder für säubern, ne? Oder? Ach ja, vorhin, als ich noch nicht aufgenommen hatte, kam übrigens noch so ein Flieger. Muss ich noch markieren. Hier ist alles still. Kann man hier hoch irgendwo? Bestimmt, ne? Ah, das habe ich mir gedacht, dass sie da was versteckt haben. Die sind wahrscheinlich alle schon rausgekommen, als die Explosion passiert ist. Oh, hier ist ein Riesenkrater. Jetzt habe ich was gehört. Kann man den vielleicht auch zur Explosion bringen, wenn man da drauf schießt oder so? Ah, da steht einer. Wieso bist du nicht totgegangen davon? Dann mache ich das halt nochmal. Steht der nochmal auf? Gut. Ach, das ist ein Hühnerstall. Ah, verstehe. Jetzt habe ich den. Wieso greift mich das denn an? Ich habe dir doch gar nichts getan. Normalerweise sind die doch ganz friedlich. Ist da bestimmt noch eins drin, ne? Uah. Nö. Gut, aber nehme ich das Fleisch natürlich mit.
Ah, ich sehe jetzt in der Markierung, da ist noch ein Gegner. Also wenn ich jetzt noch ein, zwei Gegner finde und das dann fertig war, dann würde ich sagen, war das noch einigermaßen im Rahmen. War nur eben bis jetzt, muss ich sagen, am Anfang war das ein bisschen unübersichtlich. Da habe ich auch gut auf die Schnauze gekriegt. Also, aber es war noch... Ah, die Spinne, die, wenn man die nicht gleich richtig hatte, bevor ich das vergesse, hier komm. Schön Wasser aus der Pfütze, das schmeckt am besten. Glaubst du nicht? Frag Hunde. So, mal den wieder hier rein. So, da oben ist noch wer. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, hier eben reingehen. Hm? Ach was, nicht wegen der Nester. Ja, wie komme ich denn da oben hin? Ist das der letzte da oben? Ach, da hängt eine Kiste. Jetzt sehe ich das erst. Geht die kaputt, wenn ich die jetzt klopp? Kommt die runter? Ist er jetzt wach geworden? Nee, ne? Jetzt sehe ich die Leiter. Ne, ist keine Leiter, ist nur ein Geländer. Da. Aber wie komme ich denn da hoch? Muss ich jetzt mich wirklich hier hoch framen oder so? Gibt keinen offiziellen Aufgang. Pff, offenbar nicht. Ich sehe auch keine Leiter oder sowas. Da oben kriege ich bestimmt nochmal richtig was auf die Schnauze, wenn ich nicht aufpasse. Pass auf, dann versuche ich mal, mich hier hochzuarbeiten. Wenn ich da drauf gehe, fällt die da bestimmt runter mit mir, oder? Aber das ist ja einfach so, ne? Ja, das ist so eine Sache, ey. Oh, das sind zwei. Hä? Ach, das war die Ausdauer. Ich dachte, mein Knüppel wäre kaputt. Ja, schrei du nur. Mach mal das nochmal. Haben wir sie alle? Jo. Munition. Geknarzt. Das ist die Dicke, ja. Komm her. So, mach auf. Das klappt jetzt. Hab ich aber noch. Ah, warum habe ich das denn gemacht? Ich habe eine Taste gedrückt. Das hat. Oh, nicht, dass das jetzt... Aber noch wirkt das ja. Noch wirkt das ja. Ich wollte gucken, ob ich noch genug Platz im Inventar habe. Jo. Oh, eine Schatzkarte. Habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt, ne? So. Show my foods. Okay. Ich komme hier nicht durch, ne? Wenn ich mich klein mache, ja, dann geht's. Vielleicht liegt ja hier noch was. Außer Fallen, dass man runterfällt.
Ne, sonst sehe ich jetzt hier nichts mehr. Ah! Schau an! Ja gut. Jetzt muss ich mich wieder klein machen, da ich da durchkomme. So, dann haben wir's. Noch eine Dreier-Quest geschafft. Ich bin überladen, aber nur ein bisschen. Ich habe keine Bonbons mehr, keine Safe-Knack-Bonbons mehr. Mal gucken, ob ich welche kriegen kann. Jo. Habe ich hier eigentlich was drin, was für den Händler ist? Guck ich mal. Das hier. Sonst nichts, ne? So. So. Fertig. Dann geht's jetzt aber ein bisschen ans Bauen da, dass ich dafür meine zukünftige Hordefalle weitermache. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich mal einen Verband benutzt habe, ne? Meistens bin ich so vorsichtig, dass ich das ohne schaffe. Aber ich denke mal, mit zunehmender Schwierigkeit der Quests wird das wahrscheinlich öfter mal passieren, dass ich das brauche. Und die nächste. Wie viel gibt es dafür? 344, ja. Die nehme ich, die verkaufe ich dir sofort. Ich benutze die nämlich nie. Zack. So, Raketenwerferteile, Stahlknüppelteil, die werde ich mal behalten, die werde ich vielleicht benutzen. Schrotflintenteile gebe ich auch nicht her. Pfeilspitzen aus Stahl, kaufst du die? Ja, aber nie alle, ne? Das ist geil. Ja, Militärrüstungsteile mal sehen. So, die wollte ich verkaufen. Das behalte ich. Jo. Das war's hier schon. Nimm ich direkt eine an? Ach dann. Well, it's about time you bought something. Ja, kommt schon noch. Erstmal nicht, ich will jetzt wirklich gucken, weil irgendwann kommt, auch wenn wir jetzt erst Tag 22 haben, irgendwann kommt die nächste Blutmond. Und da muss ich da mal ein bisschen weiter sein. Ich meine, die nächste könnte ich vielleicht, je nachdem wie meine Game Stage dann ist, vielleicht ja noch in meiner Base so machen. Aber spätestens die übernächste würde ich mal schätzen, da sollte ich das vielleicht nicht mehr da machen. Oder sollte ich vielleicht auch schon mal so die ersten vernünftigen Fallen haben. Ja, hier werde ich gleich ein bisschen weitermachen. Ich schneide euch das aber raus, wenn ich jetzt das Zeug vorräume. Immer dieses Zeug vorräumen, das ist nervig, ne? Das schneide ich euch raus. Jo. Ich packe jetzt alles in die Schränke und dann geht's da ans Buddeln. So machen wir das. Tja, so lange dauert das, bis man das alles verräumt hat, aber jetzt geht es hier ein bisschen weiter. Also, hier soll das stabil sein und ein Zugang. Das heißt also, ich mache den Schacht jetzt nicht hier so nah in der Ecke, ich würde mal sagen, da. Kann ich den da hin machen? Dann nehme ich die weg. Und dann wird hier runter gebuddelt. Jetzt stehe ich da drin, so war das nicht gedacht, dann komme ich hier nicht mehr raus. So, erstmal. Trupp kann ich noch ein, jo. Wow, geht noch einer. Gut. So, dann sammle ich die erstmal ab. Jetzt hätte ich den Hammer mitnehmen sollen, ne? Zack. Den hole ich eben, dann geht das Ganze schneller. Ich muss die jetzt aufwerten da. Ah, vielleicht kann ich erstmal ein bisschen weiter runter buddeln, oder? Jep, komm hier, zack. Klauenhammer. Jennen. Ach so, ich habe übrigens beim letzten Mal ja dabei gekriegt, so einen Dreier-Taschenmod. Den habe ich hier reingepackt. Ich glaube in den Brustpanzer oder so, sodass wir jetzt nicht so schnell überlastet sind. Das ist jetzt auch wieder ein Stückchen weiter. Das ist auch gut so. So. Weiter. Nützt nichts. Wir müssen da irgendwann mit anfangen hier.
So. Und der wird einmal drumherum auch gepanzert. Und dann kann ich hier vielleicht auch manchmal nächtens weitermachen. So. Ich mach mal schon mal davon ein paar. Komme ich hier noch raus? Also gerade, ne? Jo. Erstmal im Holz. Falls ich mich da verballert habe, dann kriege ich das ja noch einigermaßen leicht wieder weg. Ja, der Boden, der geht natürlich hier dann auch weiter. Das wird alles Boden. Aber hier muss ich jetzt erstmal machen, damit, wenn ich hier buddel, dass die mir nicht auf die Nase rumtanzen können. Ja. So. Wo mache ich denn dann die Krabbelleiter? Da, an der Seite, oder? Später. Da ist die Horde. Jetzt brechen die durch. Ich flüchte mich hier rein, mache hier die Panzertür hinter mir zu, mache die Klappe auf und dann würde ich sagen, nee, das mache ich so. So? Nein, den nehmen wir. So, dann machen wir das mal so lange auf die 7 hier, dann komme ich da besser klar. Da mache ich die hin. Ja. Okay. Na, da komme ich so nicht weiter. Jetzt geht das noch recht einfach, wo das noch Sandzeug ist. Ja. So. Dann geht das noch nicht da? Echt jetzt? Nein, ich brauche den. Ah, jetzt aber. Genau. Das muss ich dann auch sehr bald schon hart aufwerten. Ah, ich komme mit meinen... Wo ist denn jetzt der Hammer? So. Damit das hier auch... Weil da komme ich ja sonst nicht mehr ran. Fest hier. Zack. So, mal gucken. Ja, dann muss ich Cobblestone haben, also Pflastersteine und Beton, damit ich das direkt schon mal richtig aufwerten kann. Ich komme ja da sonst schlecht dran an den Ecken. Es nützt nichts, es muss werden. Habe ich denn da überhaupt was? 10 Stück, das ist wenig. Das ist einiges hier. Ich bräuchte also noch Beton. Ja, die. Pass auf, dann mach mal hier. 700. Was habe ich da drauf? Dann machen wir noch mal 450. Das geht ja schnell, ne? Mach mal 450 Sand. Ja. Kann man echt abwarten. Der ist ausgegangen. Aber dafür haben wir hier 500. Yippie. Die werden wir noch brauchen. Bist du soweit? Oh, noch längst nicht. Ja. Na komm. Dass ich dann den Zugang schon haben kann. Muss mal trinken.
und dann unterirdisch verbinden kann. Das muss richtig stabil sein, sonst mag ich das nicht hier mit meiner Butze verbinden. So, 20 Sekunden noch. Dann kann der schon mal laufen. Ah, wir warten hier auf Weihnachten. Ich dachte eigentlich, hätte mehr noch von dem Beton. Aber offenbar nicht. So, jetzt müssen wir das aber... Ja, mach mal. Dann ist der schon mal beschäftigt. Oh. Hey, was war das? Ich weiß das nicht. Das geht immer so schnell, ich das gar nicht sehen kann dann. So. Haben wir auch schon 6:30. Lange kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Aber ist ein Anfang, ne? Ist ein Anfang. So. Genau, und der auch. Zack. Nee. Genau. Kann ich den schon setzen hier? Yep. So. Das ist nur eine Lüke. Das heißt also, das hier. Geh mal rein hier. Ah, war jetzt vielleicht nicht so geschickt. Ja, wenn ich nämlich hier buddel, dass dann hier oben welche aufmerksam werden können und dann fangen die an zu randalieren. Das sollen die ja nicht gleich alle kaputt machen hier. So, das ist jetzt erstmal wichtig. Hier geht es ja dann runter. Und dann haben wir das noch. Da komme ich dann sonst nicht mehr dran. Deswegen muss der jetzt schon voll aufgerüstet werden. Jetzt buddel ich erstmal noch ein Stückchen hier. Da ist sowieso bald vorbei. Dann kommt Stein. Ja. Den. Und da hinten. Ne, den. Da kommen wir dran, da kommen wir noch nicht dran. Aber jetzt, ne? Ja, und sofort aufwerten. Aber wie viel habe ich denn noch? 3 Stück noch. So, da kommen wir auch noch nicht dran, oder? Nee. Und dann ist da noch die Stelle. Nein. So. Nee, da. Ja, die anderen kann ich ja notfalls hier von innen, vom Schacht aus, nochmal... Oh, jetzt haben wir das. Das war jetzt nicht unbedingt nötig hier. Aber gut. So. Gut. Da ist schon Schluss. Dann machen wir hier. Okay. Was habe ich eigentlich an Holz noch dabei? Ja.
So, und provisorisch mache ich jetzt erstmal eine Holzklappe drauf. So, da ist ja Wand, die geht dann auf nach... Die kann ruhig nach da aufgehen, ne? Ja. Bei der 7. Jetzt muss ich gucken. So. So war das gedacht. Zack. Kriegen wir da schon einen rein? Jo. Wo ist denn die Leitern? Die haben wir noch für 7. Da komme ich jetzt so gar nicht dran, oder? Nee, das geht so nicht. Macht nichts. Können wir den schon mal setzen und den... Und dann da unten werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr buddeln können, ne? Ne. Da geht's jetzt so weiter. So. Das sind die letzten Arbeiten, die noch mit der Schaufel gemacht werden können hier. Glaube ich. Passt jetzt? Passt. Passt. Ich mache jetzt nur die Ecken. Weil sonst komme ich da nicht mehr dran. Müsste so gehen. So. Moment, ich sehe nichts. Ja, das habe ich befürchtet. Zack. Genau. Damit sind die Ecken, die kann ich schon mal so weit aufwerten, wie weit möglich ist. Und dann weiter runter. Mal die Funzel anmachen hier. Ja, das ist also, ich buddel jetzt quasi 3x3 in der Breite, in der Ausdehnung und weiter runter und mache dann hier so einen Schacht. Der geht jetzt noch 3-4 Blöcke tief. Und dann buddel ich nur noch. Ne? Also dann, oh, konnte ich bis hier reinlaufen. Boah. Da könnte ich ja hier schon... Jawohl. Ja, so, da können wir schon mal hoch. Zack. Und dann kann ich hier schon mal ein bisschen absichern. Geht ja nur einer? Nee. Yay, und Punkte gibt's auch. Schwupps. Und dann war das ja, dass hier noch eine Wand hinkommt. Aber dann können wir ja hier schon mal weitermachen. Das wird ja sowieso. Jetzt 8 Uhr. Zack. Dann haben wir schon den Anfang hier. Den Zugang. Das muss natürlich noch weiter abgesichert werden, der hier der ganze Turm. So, hier war auch noch was. Da wollte ich noch einen reinsetzen.
Genau. Ah, schon wieder Dürstiges. So, dann machen wir die Außenwand hier schon mal. Den inneren Ring, den kann ich ja erstmal mal lassen, wenn ich dann noch nicht so das Material habe. Ich muss damit jetzt anfangen. Ich kann das nicht weiter aufschieben. Sonst haben wir ja nachher eine... Ja, ich höre doch was. Wo? Ah, eine Horde. Seid ihr eine große oder eine kleine Horde? Meistens sind das mehr als drei. Ja, da hinten ist noch wer. Habt ihr Hunde dabei? Oder irgendwelche Schweinereien? Wie spät ist das? Ja, 20 Uhr. Da können schon mal Hunde dabei sein. Oder mal ein Zombiebär. Da. Du warst schon an der Tür, wa? Da sind noch zwei. Ja, das machen wir jetzt noch erst. Drei. Hier geblieben. Desertieren zählt nicht. Oh, prima. Jetzt hauen die auch wieder ab. Hallo? Hier. Ja, ja, genau. Du auch, komm. Noch einer. Wunderherrlich. Immer her mit dem Zeug. Da kommt noch ein so einsamer an. Den machen wir auch noch weg und dann machen wir ein bisschen weiter. Naja, und wenn sowas kommt, man ist da gerade in dem Loch am Buddeln, das ist dann äußerst unangenehm. Aua! Er hat mich gehauen. Mal gucken, ich wieder Wasser abkoche oder sowas. So, war's das? Dann gehen wir noch einen kleinen Moment weitermachen da. Damit ich mich, wenn ich da in der Nacht buddel, ein bisschen wohler fühle. Ja, der sieht ja schon so ganz gut aus. Der kann auch die nächste Horde-Nacht, würde ich hier wahrscheinlich auch noch ganz gut bestreiten können. Aber dann, je nach Game-Stage, wird das, wie gesagt, also dann wird das langsam fies. Komm mal hier noch. Ist egal. Wie viel habe ich denn noch? Ah. Die funzelt schon an. Ja, macht ja nichts. So, jetzt mache ich nämlich hier Folgendes schon mal. Die innere Wand, ne? Die innere reicht. Na, hier... Zwei... Ja, hier kommt später eine Tür rein, genau. Du nicht. So. So klein ist das Türmchen hier eigentlich nur. Wie gesagt, die Außenwände werden doppelt. Zack, zack, zack. Ja, Tür. Ist auf der 7, ne? Ja, machen wir. Dahin oder hierhin? So geht die Tür nach. Die soll nach innen aufgehen. Dann heißt also, ich drehe die um. So. Ja, genau. Und siehe da, jetzt bin ich sogar schon hier, wenn ich hier mal arbeite, fast geschützt. So.
So, dann mache ich mal erstmal noch eine Runde hier drauf. Einmal rum. Und dann werde ich die ein bisschen verstärken da. Und dann könnte ich da unten weiterarbeiten. Und wenn dann mal jemand ankommt, gut, die hören mich dann noch, die würden dann randalieren, aber dann habe ich genug Zeit raufzukommen. Bis die Tür aufhaben, bin ich hier drin und kann mich besser wehren. Ne? So der Plan. Was habe ich denn noch? 10 nur noch, da muss ich noch ein paar Rahmenformen haben. Mache ich mal noch 50 erstmal. So. Dann läuft das schon. Dann haben wir hier schon mal einen Anfang, ne? Elektrik habe ich jetzt auch schon, glaube ich, soweit frei, dass wir schon mal bald dann auch mit Fallen anfangen können. Aber wie gesagt, erstmal wird hier der erste Verteidigungsturm gemacht. Die nächste wird vielleicht noch ohne Fallen sein, die nächste Blutmondnacht. Was jetzt dann für mich in der Nachtarbeit ist, ist eben den unterirdischen Schacht weiterzutreiben bis da und dann bis hier und den hier mit verbinden, ne? Hier springt jetzt auch keiner hoch, außer das ist irgendwie so eine Spinne oder so. Die würde vielleicht hier oben rüber reinspringen können. Aber die anderen, die müssten sich schon echt stapeln, dass die hier rankommen. Ja. Und dann hier gesagt, außenrum die Wand, die wird dann eben hier noch drum gezogen, sodass die hier doppelt ist, einfach zur Sicherheit. Gut. So, der kann erstmal weg. Obwohl, den kann ich eigentlich da lassen. Wenn ich da mal hoch will. Obwohl, das reicht so nicht, ne? Da machen wir das anders. So. Gut. Da geht's dann weiter. Aber vielleicht morgen oder so. Jetzt gehe ich unten im Schacht weitermachen. Der Tag ist auch um. Quest haben wir gemacht. Ich glaube, man kann sich das jetzt in etwa vorstellen, ne? Das wird die ganze Falle und deine Ecke ist so quasi sozusagen der Versorgungsturm, Zugangs- und Fluchtturm. Von da aus kommt man auch per Leiter aufs Dach. So. Ja, und hier das Wegbuddeln muss ich noch machen. Und da muss ich mal gucken, welche Ausmaß hat genau. Da muss ich mir vielleicht so einen kleinen Plan machen für. Ja, so, die Nacht bricht auch gleich an. Habe ich da ein Moped? Das nehme ich mit rein, ne? Ist da was drin noch? Nö. Oh, komm mal mit. So. Mal gucken, ob ich was zu essen koche und so. Solche Sachen halt. Ich mache jetzt aber auch real erstmal eine Pause und mache diese Folgen erstmal klar. Hier brauche ich das nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr es, lasst mir gerne ein Like da und dann geht es eben übermorgen weiter. Mal gucken, was wir dann machen. Dass wir dann vielleicht mal einen Ausflug machen, ein neues Biom suchen oder die anderen Händler mal besuchen oder eine Quest. Ich weiß noch nicht, boah, wenn ich die Dreier-Quests fertig habe, dann kommen die Vierer. Da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Respekt schon vor, weil die sind schon gar nicht mehr so klein. Jetzt die letzte Dreier, das war ja noch so weit in Ordnung. Also gut, da war jetzt ein Hund, da war ein bisschen übersichtlich im Feld. Ja, aber ansonsten war das noch, ging das alles noch. So, bis dann, bye bye. Tschüssi.